So, liebes Internet, in der zweiten Folge von meinem Business Model Canvas geht es um McDonald's. Ich werde euch also kurz erklären, wie deren Geschäftsmodell so funktioniert. McDonald's ist ein ganz besonderer Fall, weil sie nicht selber ein Produkt verkaufen, sondern das Verkaufen eines Produkts verkaufen. Sprich, sie bieten Systemgastronomie an. Deshalb fange ich erstmal hier in diesem Feld an. Denn McDonald's hat zwei Versprechen an zwei verschiedene Gruppen. Zum einen gibt es das aus der Werbung bekannte Ich liebe es. Oder, wie ich es sagen würde, nennen würde, verlässliche Qualität. Weil, egal wo man hingeht, man findet immer ein McDonald's, wo es immer dasselbe Essen gibt. Genau, das wären da die Hauptversprechen an den Hamburgerkäufer. Aber der Hamburgerkäufer ist gar nicht der eigentliche Kunde von McDonald's. Denn der eigentliche Kunde von McDonald's ist der Restaurantbetreiber und dem werden Kunden versprochen. So funktioniert das Geschäft. Und das Zweite, was ihm versprochen wird, ist natürlich auch die Logistik, die dahinter gehört. Sprich, er muss sich überhaupt nicht oder muss sich kaum um seine, naja doch, er muss sich um seine Filiale kümmern. Aber um alles, was dahinter steckt, also die Entscheidung, welchen Hamburger er verwendet und was beim Kunden gut ankommt, das übernimmt für ihn sozusagen die Firma, also die Logistik. Ja, dieser Aufbau bemerkt man auch in den Key Activities. Genau, denn was macht McDonald's? Hauptsächlich, dafür ist McDonald's bekannt, das ist Marketing. Dann ist aber auch die Produktentwicklung nicht unwichtig. Das heißt, McDonald's bringt immer neue Aktionen oder neue Hamburger auf den Markt. Sprich, Marketing und Produktentwicklung sind eigentlich fast dasselbe. Aber das ist ja nicht alles, es geht auch weiter. Denn McDonald's macht auch eine Qualitätssicherung. Sprich, sie sorgen dafür, dass die Hamburger immer gleich sind. Und dass da zum Beispiel keine Haare in den Hamburgern ankommen, dass die Restaurants sauber sind, aber auch, dass die Produktionsstätten sauber sind. Dann ist auch ganz wichtig für McDonald's, dass sie Lobbyismus betreiben, zum Beispiel indem sie die Nationalmannschaft sponsern oder andere Veranstaltungen, sprich gegen das schlechte Image des Essens, was sie anbieten, anzugehen. Und dann die weiteren Aktivitäten sind Logistik. Wie schon gesagt, also McDonald's ist ein großes Logistikunternehmen, sorgt dafür, dass die Hamburger rechtzeitig da sind, sorgt dafür, dass tausende Restaurants weltweit aufs neueste Design gebracht werden, sorgt dafür, dass die Werbetafeln rechtzeitig ankommen und sorgt dafür, dass die Sachen auch gebucht sind. Und ein weiterer Punkt sind dann auch noch Schulungen. Denn die ganzen neuen Franchise-Nehmer müssen auch lernen, wie sie das machen. McDonald's will, dass die Leute erfolgreich sind und die Franchise-Unternehmer wollen natürlich auch erfolgreich sein. Ja, welche Ressourcen hat McDonald's jetzt dabei zur Verfügung? Die größte Ressource, die sich McDonald's erarbeitet hat, ist die Marke, die weltweit bekannt ist. Sprich, man kommt in eine Stadt und weiß ganz genau, hier schmeckt der Big Mac genauso wie überall anders auf der Welt. Dann nicht zu unterschätzen sind die Locations, weil McDonald's ist ein ist auch der Vermieter für die meisten dieser Orte. Sprich, McDonald's ist im Immobilienmarkt. Die weitere Ressource ist die Supply Chain. Das bedeutet die Lieferkette, die auch extrem ausgefeilt ist und die man jetzt nicht sofort nachbauen könnte. Also um mit diesen ganzen großen Firmen diese Menge an Hamburgern bewegen zu können und so gut zu verteilen, ist eine wichtige Ressource. Und eine weitere Ressource sind Küchenmaschinen, weil McDonald's verleiht diese Maschinen auch an die ganzen Franchise-Nehmer. Genauso auch Tische und Möbel. Ich schreibe mal einfach Möbel, Außenwerbung, all das gehört, glaube ich, McDonald's, während der Franchise-Nehmer alles davon mietet. Also McDonald's verlangt sozusagen die höchsten Mieten der Welt, weil sie halt auch alles inklusive Kunden ihren Partnern zur Verfügung stellen. Jetzt, wo wir also wissen, was McDonald's macht und mit wem sie es machen, was ihre wichtigsten Werte sind, kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, und zwar, das sind die Key Partners, also mit wem machen sie das. Und da ist zum Anfang natürlich der Franchise-Nehmer
ohne jemanden, der so ein Restaurant eröffnet, wäre McDonald's nichts. Das sind also die wichtigsten Partner von McDonald's. Am zweitwichtigsten würde ich mal die Medien und die Werbung einschätzen, weil die Marke muss groß und stark sein und dementsprechend wird da viel investiert. Dann kommt dazu, dass McDonald's eine Menge Reputationsdealer, würde ich sie mal bezeichnen, wie zum Beispiel die FIFA. Ja, die FIFA die FIFA verwendet. Die helfen dabei, dass der Fast Food nicht so ein schlechtes Image hat. Okay, die weiteren wichtigen Partner sind die Nahrungsmittelproduzenten und die Ausstatter der Restaurants. So, als nächstes werfen wir den Blick auf die Kundenbeziehung. Denn dort hat ja eigentlich hat McDonald's nur eine Art Kunden gehabt. Das waren die Franchise-Nehmer, die dann zum Beispiel übers Telefon betreut wurden, durch Besuche vor Ort und auch, wo der Kontakt über die Schulung lief. Der andere Kundenkontakt war dann halt über die Werbung, also mit dem Kunden ihrer Kunden wurde über die Werbung kommuniziert. Jetzt durch Social Media wird es aber interessant, weil Werbung, da gab es keinen Rückkanal, das war okay. Jetzt muss McDonald's aber über Social Media auch den Kontakt mit den echten Kunden, sprich mit den Hamburger Käufern und nicht nur mit den Hamburger Verkäufern halten. Eine neue Herausforderung für das Unternehmen. So, jetzt sind wir aber wieder zurück bei den Kunden, von denen McDonald's das Geld direkt kriegt und schauen uns mal die Kanäle an. Sprich, die Kunden sind hier die Franchise-Nehmer und die Kanäle, über die McDonald's da gehen wird, sind wahrscheinlich Messen, auf denen sie dieses Konzept anbieten, Gründermessen und so weiter, wo sich Leute darüber informieren können. Und sie betreiben da auch ganz viel Direktmarketing. Sprich, sie sprechen mit Leuten oder haben ihre alten Kunden und halten da den Kontakt und bieten ihnen neue, tolle Locations an. Nachdem ich schon tausendmal gesagt habe, ist der letzte Punkt diesmal leicht. Und zwar, wer sind die Kunden von McDonald's? Richtig, vor allem die Franchise-Nehmer. Aber, wie wir auch gesehen haben, gibt es einen kleinen Teil, deshalb setze ich es mal in Klammern, von Hamburger-Essern. So, jetzt noch ein kurzer Blick darauf, wo McDonald's das Geld ausgibt. Da ist auf jeden Fall eine Menge Geld für Werbung. Da zähle ich diesmal auch den Lobbyismus und das Sponsoring rein. Dann wird natürlich für die Verwaltung Geld ausgegeben. Da gehört dann auch in diesem Fall mal Logistik dazu. Für die Schulungen muss Geld ausgegeben werden. Und für die Ausstattung wird Geld ausgegeben. Das sind dann sozusagen fixe Kosten pro Ort. Und der letzte Punkt sind die Mieten, weil McDonald's mietet die Locations an und vermietet sie dann wieder teurer. So, nachdem wir jetzt alles haben, kommt jetzt die Frage, wie verdient McDonald's eigentlich Geld? Wo kommt das Geld her? Und die Haupteinnahmen sind einfach Franchise-Gebühren. Und das war's auch schon. Sprich, McDonald's verdient das meiste Geld aus diesen Gebühren. Ein paar Produkte sind in verschiedenen Märkten, wie McDonald's Ketchup, glaube ich, und so ähnliche Sachen werden auch verkauft, aber es ist, glaube ich, vernachlässigbar und es geht hauptsächlich um diese Franchise-Gebühren. Sprich, McDonald's ist, wie man überall sieht, ein ziemliches Franchise-Unternehmen und es hat nur relativ wenig mit den Hamburger-Essern zu tun. Da es tatsächlich bis hierhin geschafft hat, gehe ich davon aus, dass es euch gefallen hat. Also bitte ich euch, drückt mal auf den Daumen nach oben oder noch besser, ihr abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächsten Folgen mitbekommt. Diese wilden Pfeile sollen darauf vorbereiten, dass Google ständig das Layout verändert. Und ich freue mich auch über Vorschläge, welches Unternehmen ich als nächstes analysieren soll.